Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Zoom, meine lieben Freunde. Ja, das war ja was in der letzten Folge, oder? Hier schön abgestürzt, der ganze Mumpitz hier. Ja, und ich habe auch vorhin das Spiel mehrmals starten müssen, ehe es denn funktionierte. Also, da gibt's noch einiges, wirklich einiges zu tun, liebe Frontier-Leute. Das kann so nicht weitergehen. Aber okay. Leute, wir gucken jetzt hier mal, dass wir weiterhin hier in unserem Gehege arbeiten. Wir machen aber auf Pause. Wir sehen übrigens, dass hier dieses Ding ist wieder weg. Meine Pflanzen sind teilweise wieder weg. Das müssen wir also nochmal neu machen. Und ja, so ist es eben. Es wurde halt nicht... Was ist das eigentlich hier? Würfel? Ach so, okay. Nee, ich wollte malen. Das hier sieht mir sehr, sehr generisch aus. Das war, ich glaube, in Planet... Coaster sahen die Oberflächen, glaube ich, tatsächlich nicht ganz so generisch aus, wie es hier der Fall ist. Warum auch immer. Aber gut, kriegen wir hin. So. Machen das hier mal ein bisschen hübscher. Aber hier vor allen Dingen muss ein bisschen mehr Stein sein. Jetzt müssen wir uns mal die Tiere anschauen, ob die denn jetzt hier nicht irgendwie da unzufrieden sind, was die Umgebung angeht. Aber es sieht ganz gut aus. Ja. Okay. Kann ich da theoretisch... Warum ist das nur auf 93% eigentlich stabiler Rückzugsort hier? Das ist ja wohl mehr als stabil. Naja. Ist auch egal. Aber ich will jetzt hier noch ein bisschen... Zeug reinfügen. Gucken wir mal. Wie hatten wir das jetzt? Ach Gott, das muss ich jetzt auch immer. Wenn man dann wieder ein paar Tage nicht gespielt hat oder ein paar Wochen, da muss man erstmal wieder gucken, dass man hier die richtigen Filter wieder reinsetzt. Was war denn das jetzt bei dem hier? Wo stand denn das? Da. Europa, Nordamerika, Asien, Taiga gemäßigt Tundra. Das müssen wir hier eingeben, sonst wird das nichts. Biome, Taiga, Tundra, gemäßigt, so, und, was war das noch? Nach Kontinenten müssen wir auch noch filtern, nämlich europäisch, nordamerikanisch und, was war das noch? Asien. So, das können wir alles bauen, ohne dass es da großartige Probleme gibt, würde ich sagen. Gucken wir mal, was könnten wir denn machen? Also hier ist auch noch sehr leer. Hier könnte man noch eine kleine Shack bauen irgendwie. Finde ich ganz geil. Es fehlen auch die Futterstellen, ne? Die sind auch nicht mehr da. Ach Gott. Da müssen wir gerade ins Gehege. Futtertrog groß, Futterschüssel. Mal hier hin. Was haben wir denn noch? Ich hätte gerne Kletterplattform, Klimaanlage, Kletterast. Das brauchen die alles nicht. Brauchen die einen Wasserdruck, wenn die einen riesen Wassersee hier haben? Nee, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut. Wir müssen Wölfe erforschen auch, damit die hier noch geiler... leben können. Oh, mal gucken hier, was haben wir denn hier? Holzplanken. Nicht das. Das kann ich wieder nicht. Bin ich gerne ein bisschen schräg. Alles noch nicht so hübsch. Ich hoffe, da kommen noch mehr Sachen, die man erforschen kann. Oder also die Dächer hier, weiß nicht. Das ist alles nichts Ganzes. Also das geht mir irgendwie nicht so. Da hätte ich gerne. Was ist das?
das? Rinne. Für Rinnen? Ey Leute, wollt ihr mich veräppeln hier oder was? Also sowas bauen sie, aber ein schönes Dach gibt's nicht oder was? Meine Güte. Na egal, gucken wir mal. Also es wird nicht alles sein hier, definitiv nicht. Aber hier gibt's jetzt auch keine wirklich schöne Holzwand. Schade. Okay, dann müssen wir es anders machen. Wanddekor, Vordächer. Wo gibt's denn... Zeig mal die Planke hier. Die ist eigentlich nicht so schlecht. Aber gibt's das auch in... Das ist nicht schlecht. Guck mal, ey, was ist denn das? So. Weiß nicht, was wir da drunter machen. Vielleicht müssen wir dann noch warten, ehe wir was erforscht haben, was da drunter kann. So. Warum ist das nicht gerade nach unten, oder? So, jetzt sieht das nämlich kacke aus. Ich hätte jetzt gerne... Wo gibt's denn bitte Mittelpunkte, Brunnen, Pflanztöpfe, Statuen? Leute, ich hätte gerne eine richtige geile Säule jetzt ernsthaft. Das kann's ja nicht sein hier. Da. Holzpfosten. Ja, dankeschön. Den brauchen wir. Ist das gerade? Das ist gerade, ne? So. So sieht das doch aus. Nach einem Haus. La da 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 da, ihr merkt schon, heute wird wieder ein bisschen gebaut hier im Gehege. Und dann stürzt es gleich wieder ab. Und der Rilli kann wieder von vorne anfangen. Geil! Da haben wir alle Bock drauf. Ne, wenn das jetzt wieder abstürzt, dann war's das. Sorry, aber dafür ist mir meine Zeit dann doch zu kostbar. So, ihr werdet jetzt sagen, ey Leute. Da regnet es doch rein. Was soll denn das überhaupt sein? Ja, und? Och nee, jetzt habe ich das verschoben. Ach, diese Pfeile, die muss ich nicht wahrnehmen. Dann regnet es halt da rein. Ist doch scheißegal. Soll nur ein kleiner Check sein. Aber es regnet hier nicht. Es regnet hier in diesem Park nicht. Was haltet ihr davon? Soll ich das gerade lassen? Ja, sieht besser aus. Müsste passen. Hier noch relativ mittig das Ganze. Gilt das als Unterschlupf? Nee, höchstwahrscheinlich nicht, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das hier oben machen.
Es sieht einfach mittlerweile aus wie so eine riesen Europalette. Es tut mir leid. Leute, es tut mir leid. Ich bin heute designtechnisch wieder ganz, ganz oben mit dabei hier. Leute, das kommt in den Workshop. Das kommt in den Workshop als geilster, als geilste Hütte überhaupt. Freunde, wollt ihr euch runterladen? Habt ihr jetzt schon ein bisschen Bock drauf, euch das in den Zoo zu stellen? Ich kann es verstehen, ich kann das absolut nachvollziehen. Es ist wunderschön. Leider kann man die Hölzer hier offenbar nicht einfärben, das nervt ein bisschen. Aber gut. Ich versuch's ja noch schöner hinzubekommen, Leute. Ihr müsst das ja auch, jetzt ist er noch nicht fertig. Es ist ja noch nicht fertig. Mach jetzt hier mal, sind die alles. Ah, das ist doch kein Gebäude, ne? Das ist ja kein Gebäude. Kann ich denn. Ja. Nehmen wir das mit. Dann machen wir mal hier. Dann machen wir jetzt hier richtig krass gehen. Und dann kriegt er auch noch hier eine Wand hin, nach hinten. Offen nach da, damit die Leute reingucken können. Und wir gucken, dass das hier alles passt. Ja. Aber jetzt ist die Frage, ob wir es auf die Kante bringen. Sieht besser aus, ne, wenn es auf der Kante ist. Ja. So, jetzt haben wir nur das Problem, dass das hier nicht so geil aussieht. Können wir aber fixen, denke ich, indem wir mal sagen, die beiden werden. Ach nee, jetzt ist das hier so. Ein bisschen verschoben. Oh Gott, nein, stopp, dann machen wir es halt anders. Dann bist du alleine verschoben. So, und du wirst alleine verschoben. So. Und hier machen wir das dann aus, sonst sieht das auch ein bisschen dämlich aus. So, jetzt an die Statikexperten hier von euch. Hält es? Würde es halten? Aber hallo, das ist doch hier eine absolut sichere Konstruktion hier, das Ganze. Vielleicht machen wir hier noch einen Querbalken rein, warte mal. So. Ach, Leute, es ist der schönste kleine Schuppen aller Zeiten. Aber ihr habt recht, das hier oben macht keinen Sinn. Warum soll es da reinregnen? Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Machen wir nämlich so. Dass das hier so ein bisschen den schönen 3D-Effekt hervorruft, den wir ja so alle lieben. So. Können wir das jetzt mal, warte mal, machen wir jetzt mal hier Folgendes, damit das mal ein bisschen ratzig geht hier. So, yeah, guck mal, ja, yeah, Brilli, was geht ab? Brilli, du alter Fuchs, du! So! Der eine ist zu viel, der eine ist zu viel. Oder? Na, wobei, nee, eigentlich nicht. Eigentlich passt's. So, ist das jetzt wunderschön? Guckt euch das an. Hier, dieser wunderbare Ratsch-Effekt hier. Da. So, okay. Das reicht. Das müsste eigentlich halten, wenn ihr mich fragt. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Natur. Jetzt kommt ein bisschen Natur. Europäisch, nordamerikanisch. Müssen wir jetzt mal gucken. Aber eigentlich müssten wir hiervon alles einfügen können. Hier kommt eine Hecke hin. Die hier ist. So,
Und hier machen wir ein paar, eine Azalee. Schöne Azalee hier. Einfach auch mal, um ein bisschen den Besuchern hier die Schönheit dieser Welt zu zeigen, ja. Ein paar Blumen. Klar, vielleicht machen die Wölfe da öfter mal gegen und dann welken sie. Aber was soll's denn? Ein Farn. Ja, ein Baumfarn ist jetzt, finde ich, passt nicht so zu den Wölfen, wie ich finde. Aber irgendwie, ich hätte gerne... Wow. Nee, das ist zu big. Das ist zu big. Aber ich will den schon so ein kleines Wäldchen eigentlich auch irgendwie bauen. Aber ich habe das Gefühl, zumindest weiß ich noch nicht genau wie, das Wäldchen hier vielleicht ein bisschen schwer. Es gibt keine wirklich kleineren Bäume irgendwie. Ich kann die hier rein senken. Dann haben wir hier eine kleine Tanne. Das geht auf jeden Fall. So. Aber mit den anderen Bäumen ist das ein bisschen schwieriger, würde ich fast sagen. Hier haben wir hätten einen Busch. Aber was ist das? Hier so, eine Kiefer, aber halt noch klein, weißt du? Was ist das denn? Ah, das ist eine Kiefer, die ist nicht so groß. Das war ein Fehler. In welchen Ring habe ich denn da gedreht? So. Was ist hier hinten denn? Lumpatsch. Wir drehen nochmal. So passt's. Bauen. So. Aber es gefällt mir hier noch nicht. Es gefällt mir hier noch nicht. Noch nicht hundertprozentig zumindest. Da muss noch ein bisschen was passieren. Ich finde, Blumen passen einfach auch nicht hier wirklich rein. Ja, man kann mal hier und da einen kleinen Blumerich machen, aber nicht zu viel. Nicht zu viel. Das wird nichts. Hör auf, dich an der Oberfläche zu orientieren. Klar, die müssen natürlich auch Auslauf haben. Ne? Die müssen wetzen können. Das steht vollkommen außer Frage. Was ist denn hier nicht kleiner? Der. Nee, da hätte ich lieber noch eine Kiefer hier so drumme. Aber das macht auch nicht so viel Sinn. Dann nehmen wir lieber eine andere. Die haben wir auch schon da. Das würde gehen. Was ist das? Nee. Kommen wir jetzt hier nicht mit Bambus an, Junge. Und das brauchen wir auch nicht. Wir sind jetzt hier nicht asiatisch, lassen wir jetzt mal weg. Auch wenn die es mögen. Das gibt es nicht. So, wir machen hier kleine Regionen, wo es ein bisschen buschiger wird, ja. Kleine Buschregion. Aber noch ein bisschen Variabilität muss da schon gegeben sein. So. Da können die auch durchstratzen, würde ich sagen. Da sieht das schon mal ein bisschen heimeliger aus hier für die lieben Wölfe.
hätte gerne ein bisschen hier so eine Umrandung, aber irgendwie, ja, das hier vielleicht. Zumindest an manchen Stellen. Ja. Also solche Blumen kann man auch nur dahin machen, wo die Wölfe nicht hingehen. Hier wissen sie, hier können sie nicht lang. Da werden sie wahrscheinlich nicht hingehen und die zertrampeln. Von daher ist das alles so in Ordnung. Was ist das denn jetzt hier? Schledorn. Ja. So, also hier an einer Wasserstelle muss auf jeden Fall noch was passieren. Das ist mir noch zu kahl. Da können auf jeden Fall mal schön ein paar Felsen hin. Oh nee, jetzt sind die Filter hier. Filter im Weg. Das ist auf jeden Fall hier noch zu kahl. Man könnte auch... Na, wobei, das ist ein bisschen zu viel. Wir müssen gleich nochmal gucken. Geht's denen noch gut hier, meinen Wölfen? Da müssen wir es wahrscheinlich auf Go machen. Ehe da die... die Pflanzung ist in Ordnung. Aber wir brauchen jetzt mehr... Nee. Genau, was brauchen wir jetzt? Weniger kurzes Gras, ne? Und nicht die Folge ist zu Ende, Leute. Ja. Gut. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Es sieht hier schon mal ein bisschen... heimeliger aus für unsere Wölfe, ja. Das hier muss natürlich alles noch gemacht werden, Leute. Keine Sorge, das wird alles noch. Und dann müssen wir auch, wir müssen direkt für weitere Bam-Bams sorgen. Wir müssen direkt hier weitere Tiere, müssen wir natürlich direkt, hier muss noch ein Gehege hier. Hier kommt ein Gehege hin für die nächsten Tiere, ja. Wir dürfen hier nicht nachlassen. Das ist der Karrieremodus und wir wollen natürlich die erfolgreichsten Künstler in Sachen Zoo überhaupt werden. Hier muss natürlich auch noch, viel gemacht werden. Das ist hier alles noch in den Kinderschuhen, aber es wird, ja, es wird, die Infrastruktur ist da, ja, wir haben hier ein paar Sachen, wo die Leute sich was zu essen kaufen können, klar, das Haus ist noch nicht fertig, wir haben die ersten Tiere da, unsere beiden Wölfe, gucken wir mal, ob die sich irgendwann so sehr lieben, dass sie kopulieren, wir hoffen es, ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Brilli.